Hi, mein Name ist Tim Gebel. Ich bin in Frankfurt im Summa Summarum, einem kleinen Live-Club hier in einem alten Gewölbekeller, dem ältesten Gewölbekeller in Frankfurt, soweit ich weiß. Und hier finden Open Stages statt, Konzerte von Singer-Songwritern und Jazz-Sessions und so, was halt in so einem kleinen Musikclub typischerweise vor sich geht. Und ich spiele hier auch regelmäßig und als Akustikgitarrist ist man halt immer mit der Aufgabe konfrontiert, ohne Tontechniker, der halt da ist, oder in dem Fall halt auch nicht, einen guten Sound hinzukriegen. Und LR Bags ist eine super Firma aus den USA, die uns dabei immer wieder hilft. Wir haben uns schon mal die Power Acoustic DI angeguckt, die super hilft. Und jetzt gibt es auch noch die Venue DI. Und die Venue DI ist praktisch auch eine aktive DI-Box. Aber mit noch mehr Features als die Para-DI. Und zwar haben wir hier ein Floorboard-Gehäuse. Ja, also die Akustikgitarristen verstehen jetzt, was die E-Gitarristen schon lange verstanden haben. Man braucht einfach was unter den Füßen, weil mit den Händen ist man ja schon beschäftigt mit dem Spielen. Und das heißt, wir haben hier praktisch zwei große Regler oder Treter. Einmal Mute und Tune, es ist nämlich auch ein Stimmgerät drin, also die iBox mit Stimmgerät. Und es gibt noch einen Boost zusätzlich, wenn man zum Beispiel ein Solo zu spielen hat und endlich laut genug sein will. Weil in kleinen Clubs gibt es keinen Mixer, der am Pult steht und einen lauter macht. Das muss man alles selber machen. Dann haben wir hier wieder Klangregelungen, parametrische Mitten, Low-Mid, High-Mid, die man hier noch einstellen kann. Wieder den legendären Notch-Filter, Phasenumdrehung und ganz wichtig auch einen Batterie-Check. Wenn die Batterie leer sein sollte, kann man auch ein Netzteil anschließen und wir haben auch einen Effektloop wieder eingebaut. So, und jetzt hören wir uns das Ganze mal an. So, ich habe jetzt mal die LR Bags Venue DI angeschlossen an das häusliche PA-System und hier sehen wir, steht alles flat, Bass, Mitten, Höhen, Presence, Notchfilter, alles ist neutral und der EQ der PA ist auch neutral. Und jetzt wäre mir persönlich, hätte ich hier viel zu viel Höhen, also benutze ich jetzt als erstes mal intuitiv den Presence-Regler. So, das gefällt mir schon besser. Ich würde jetzt die Mitten noch ein bisschen zurücknehmen wollen. Und hier wird es natürlich interessant. Ich probiere erstmal die hohen Mitten aus. Ah ja, genau. Dann hier gehen wir in die parametrischen Mitten rein. Das heißt, diesen Mittenregler kann ich jetzt hier nochmal feintunen. Und dasselbe geht in den tiefen Mitten auch. Das ist einfach der Bereich, wo der Mittenregler dann greift. Also zum Beispiel hier bei 1 kHz oder bei 200 Hz und so weiter. Bassregler haben wir auch. Bassregler mal raus. Und rein. Und das ist jetzt eine erstaunliche Wucht, die da jetzt aus der PA kommt. Ja. Gerade wieder für Fingerstyle-Geschichten wahrscheinlich eine sehr gute Sache. Hier auf der linken Seite haben wir den Notch-Filter und wie bei der Para-DI auch. Nur, dass er hier, wenn er ganz links steht, einrastet und ausgeschaltet ist. Wenn ich jetzt den Notch-Filter aufdrehe, hört man direkt, dass das Signal sehr angedickt wird. Und eigentlich ist der Notchfilter ja dazu da, um Feedback zu eliminieren. Das heißt, wenn ich zum Beispiel nah vor der Monitorbox bin und Feedback-Probleme bekomme, dann kann ich hier mit dem Notchfilter praktisch das bekämpfen.
Bei der Venue DI ist im Gegensatz zur Para DI der Gain-Regler auf dem Bedienfeld oben frei zugänglich, also praktisch das Eingangssignal. Und direkt daneben findet sich der Phasenschalter, wo man die Phase drehen kann. Rechts von diesem Kreis hier, zu dem ich gleich komme, ist die Battery Check Taste, wo man gucken kann, ob man den Gig noch übersteht unbeschadet oder ob man besser mal in der Pause die Batterie tauscht. Und das hier ist das allerbeste, ein eingebautes Stimmgerät. Und ich würde sagen, das ist Ella Becks mehr als gelungen, weil das ist das am besten sichtbarste Stimmgerät, was ich jemals gesehen habe. Und wer das auf einer dunklen Bühne nicht sieht, der muss mindestens 2 Sonnenbrillen aufhaben. Das ist praktisch schon disco-mäßig beleuchtet hier, sehr gut. Und hier haben wir noch eine Boost-Funktion. Der Boost ist regelbar auf der Rückseite diesmal. Das ist diesmal wieder, damit man nicht aus Versehen da dran kommt beim Bedienen oder mit dem Fuß und dann im Gitarrensolo plötzlich so laut ist, dass man den Laden sprengt. Und das ist halt vor allem gut, wenn man kurze Solo-Spots hat oder mal kurz lauter sein muss, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht, weil die Sänger zu laut werden. Alles in allem kann man sagen, dass die Venue DI Box genauso robust und solide gefertigt ist wie die Para DI. Hat halt das praktische Floorboard-Design. Man kann es mit dem Fuß wirklich bedienen, hat noch einen Tuner dabei. Und ein Groundlift-Schalter, ganz wichtig, haben wir noch nicht erwähnt. Wenn es mal brummt, ist der Groundlift-Schalter die Rettung. So, hier ist der Netzteilanschluss, Effekt-Return, Boost-Regelung, Ausgang an die PA und Groundlift-Schalter. Weitere Infos zur Venue DI und zu Ella Becks gibt es auf ellabecks.com oder bei deinem Musikalienhändler in der Akustikgitarrenabteilung.